Name ist Alexander Scheck, bin 31 Jahre alt und fisch seit ich so 4-5 Jahre alt bin am Grundlsee. Also ich bin quasi mit der Angelrute groß geworden. Circa Mitte Juni bis Mitte September können wir am Seesaibling fischen. Normalerweise ist es so, dass wir in der Hauptsaison, also Juli, August, zweimal in der Woche fischen. Der Grundlsee hat Trinkwasserqualität, das ist ein besonders sauberer See. Das ist halt der See, den man von klein auf kennt. Da ist man aufgewachsen. Den kenne ich wahrscheinlich wie kein anderer. Das Erste, was du mal denkst, von wo kommt der Wind? Das ist nämlich wichtig, von was für einer Seite, dass du das Netz dann reintust. Es ist ja so, man sitzt die Netz am Vortag am Abend. Am nächsten Tag in der Früh hat man raus. Das kann über Nacht das Wetter umschlagen, aber das gehört einfach dazu. Du achtest eigentlich auf alles so ziemlich genau. Also das sind so Sachen wie, wenn der See gefleckert wird, dann kommt da schlechtes Wetter. Das schaust du immer genau an. Du weißt ja nie in der Früh, was du im Netz hast. Und das macht es auch spannend. Das ist immer wieder Motivation, die dich anreibt. Der beste Moment ist immer, es zuckt im Netz, du merkst, da ist was Großes dran. Und das ist natürlich ein super Moment. Du weißt, heute haben wir was Schönes dabei. Der Seesaibling ist ein reiner Planktonfresser. Es hat nicht jeder so ein roses Fleisch. Ab und zu haben wir aber ein helles Fleisch und andere wieder dunkles. Das ist rein, wie sie sich ernähren. Echten Wildfisch, ihr kennt schon an die Flossen. Die Flossen, die sind einfach, sie sind perfekt, wie eine Flossen ausschauen soll. In der Zucht ist immer, die Fische so dicht aufwachsen, haben sie so Stommelflossen. Das ist schon ein eindeutiges Zeichen. Ein Fisch, der Stommelflossen hat, ist sicher kein Wildfisch. Man merkt im Vergleich zu jedem Zuchtfisch, der aus dem See hat, schon einen deutlich anderen Geschmack. Ich sage, er hat einen leichten, nussigen Geschmack. Wenn ich fischen gehe, habe ich klar einen Appetit auf die Fische, die ich fange. Und ich mache mal gerne mal einen. Die Schwierigkeit ist, dass man genau den Punkt erwischt, wo er gerade im Durchwerden ist. Weil wenn man zu lang am Grill oder in der Pfanne lässt, dann wird er leicht trocken. Das ist beim Saibling in die Kunst. Das Einsalzen, du machst das deswegen schon 1,5 Stunden vorher ungefähr, dass das Salz durchziehen kann. Weil es ist das außen gut gewürzt und innen hat er dann keinen Geschmack, also wenig Salzgeschmack. Und deswegen machst du das schon vorher. Dann streift man eben das Salz runter, das Überschüssige mit dem Schleim und erst dann gibt man übers Feuer. Ein bratener Fisch, der ist sowieso am besten. Erstens einmal nimmt er ein bisschen was von dem Rauchgeschmack an, im Buchenholz. Und so sieht man schon, wenn er daheim bratet, man kriegt mehr Gusta. Da spielen einfach so viele Sinneseindrücke mit, was einfach das alles viel besser macht. Wenn man da sitzen kann, schaut am See aus, sieht man seinen Fisch. Das hat so was Bodenständiges, so was Ursprüngliches.